In dieser Ausgabe für unseren Podcast «Gango hören» rede ich mit dem Sven Hefliger von Zappiano über... Über die Entstehung von Zappiano, über Klavierlernen im Internet, wie das Ganze entstanden ist, bis zum heutigen Tag. «Gango hören». Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe für unseren Podcast «Gango hören». Diesen Podcast findest du wie immer mit Bild und Ton auf YouTube und als Audio auf Spotify, App Podcasts und Simplecasts. Wenn du auf YouTube zuschaust, dann siehst du, dass ich nicht alleine da bin. Vis-à-vis von mir sitzt ein Gast. Hoi. Hallo, Nicola. Wer bist du und was machst du? Also, ich bin Sven Hefliger, ich bin der Gründer von Zappiano. Ich biete interaktive Klavierkurse an im Internet für Erwachsene und das mittlerweile schon seit 10 Jahren. Cool. Wie das genau läuft, warum dass man das soll machen, wie man das macht und vor allem auch, wie du dahin gekommen bist, das hören wir nachher. Zuerst fangen wir aber auch den Podcast an, wie alle anderen auch, mit der Rubrik «Was schaust du?», wo es darum geht, wo uns unsere Gäste einen Tipp mitbringen, was man unbedingt muss sehen, gehört, gelesen haben, was immer. Oh, ein Tipp? Es gibt doch ganz viel. Also ich höre halt viel. Ich bin ein auditiver Typ, ich höre Hörbücher. Aber was mich jetzt besonders inspiriert hat, gerade letzte Woche, ist die neue Platte, oder die Platte, die CD, das neue Album von der Lynn Ariel. Lynn Ariel, das ist eine amerikanische Pianistin aus Florida und sie gehört so unter den, sie ist so angesiedelt unter den Top 20 Jazz-Pianisten. Mhm. Und sie ist gleichzeitig auch noch meine Lehrerin, ist eine ganz lustige Geschichte dahinter und sie ist so mein Idol. Und die letzte CD, die sie gemacht hat, ist auch wieder bombastisch. Was ist die lustige Geschichte dahinter? Die lustige Geschichte ist, ich bin vor über 12 Jahren nach einem Konzert, so bin ich ein kleines Häschen zu ihr gegangen und habe gesagt, hey, könnte ich nicht eine Lektion haben von dir? Und meine Frau hat gefunden, hey, nein, wie peinlich, mach das nicht, mach das überhaupt nicht, oder? Mhm. Und sie hat mich angeschaut und gesagt, ja, yeah, why not? Geil. Und am nächsten Tag ist sie bei uns daheim, dort mal noch im Keller, in der Kellerwohnung, hatte das Klavier dort gehabt, ist so quasi mein Idol, das ich seit Jahren verfolgt habe, bei mir gewesen. Hat so die Hände verschränkt und gesagt, okay, play something. Und ich bin natürlich super nervös gewesen im Moment, hat ihr nicht zusammen gewurstet. Und zuerst, was sie gesagt hat, ist so, okay, hast du ein paar Schritte auslagen? Bist du gar mal so klein gewesen, wahrscheinlich? Und ich, ja, selbst sowieso. Und dann ich so, ja, Finch und so, dann haben sie schnell mal ein bisschen lustig gehabt, dann hat sie mich unterrichtet und die haben mir mega Mühe gegeben, um mit ihr das Ganze, also eine super peinliche Darstellung auf sie irgendwie. Und dann ist es ganz lustig gewesen, am Schluss hat sie zu mir, soll ich dich weiter unterrichten? Und ich so, mach Schweiz, oder? Und sie gesagt, nein, sie meinen das ernst. Und seitdem unterrichtet sie mich auf Skype. Also schon länger, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Mhm. Je nachdem, das hat mehr mit mir zu tun, das liegt nicht an ihr. Und sie kann sich immer Zeit nehmen. Wir kennen uns mittlerweile privat und das ist eine lustige Geschichte. Ach, schön. Und was noch ganz lustig ist, ich bin vor gut 10 Jahren auf die Weltreise gegangen mit einer Frau. Und vorher habe ich ihr gesagt, also der Lynn, hey, schau mal, bei uns haben sich die Pläne ein bisschen geändert, ich gehe länger reisen, ich weiß nicht, wie lange das gehen wird. Es sind ein paar Monate. Ich melde mich einfach gerne wieder bei dir, wenn das Jahr nicht wäre für dich. Und sie sagt, ja, klar, sure. Und dann sind wir in New York, im Subway, Manhattan. Draußen hat es fast 40 Grad. Wir sind in den Abend in den Subway rein. Und dann sagt meine Frau zu mir, du, die Frau dort hinten, die sieht aus wie Lynn. Ist sie gewesen? Es ist sie gewesen. Also sie ist von Florida, ich bin von Zürich und irgendwie haben wir uns dort dazu getroffen. Das war eine mega komische Begegnung. Also das kann man ja nicht planen. Nein. Oder? Und dann haben sie dann gesagt, hey Lynn, wir are meant for each other. Das ist uns noch auf einer anderen Ebene gebrochen. Das ist schön. Genau. Voll schön. Genau. Du hast vorher intuitiv gesagt, die neue Platte. Genau. Hast du sie auch, also gibt es sie auch wirklich als Platte oder ist es einfach als, ist es das neue Album? Gute Frage, nein. Also als CD gibt es sicher, LP glaube ich nicht, das macht sie nicht. Aber ich habe es halt auf Spotify. Mhm. Genau. Cool. Also unbedingt Algo reinlassen, jetzt haben wir noch eine Geschichte dahinter. Lynn Ariel Trio. Cool. Jazz ist sowieso ein bisschen dein Ding in dem Fall, oder wie? Ja, nicht unbedingt. Ich bin nicht mit dem aufgewachsen, also nicht die Bohne. Es ist einfach so, wenn man sich länger ein bisschen mit Musik auseinandersetzt, dann läuft es bei den meisten zwangsläufig eher so richtig Jazz oder Klassik und natürlich auch im Pop-Bereich. Mhm. Also, aber wenn man ein bisschen tiefer geht, dann findet man halt Jazz, wo man jetzt als Nicht-Musiker wahrscheinlich nicht so wahrnehmen kann. Vielfach, ja. Das war mir früher auch so gewesen. Also wenn ich das früher gehört habe, das ist ja furchtbar, was die machen. Furchtbar. Und jetzt höre ich das doch mit ganz anderen Ohren. Also. Ja, da sind wir ja schon voll beim Thema. Also Piano, Klavier. Erzähl mal, was machst du genau? Also, ich habe einen wilden beruflichen Werdegang. Also ich habe zuerst mal das Kaffee gemacht.
Ja, das ist immer gut. Also, meine ist wirklich wild. Also, ist eine lustige Geschichte. Also, das kann man halt immer erst im Nachhinein sagen, oder? Natürlich. Im Moment innen fühlt man es wahrscheinlich manchmal nicht. Genau, es war immer ein bisschen anstrengend gewesen, genau. Also, ich hatte zuerst mal eine klassische Gitarre studieren. Ja, ich bin eigentlich Gitarrist. Habe ich schnell mal gemerkt, die klassische Schiene, das ist überhaupt nicht das, was mir behagt. Das ist mir viel zu fest gefahren. Und ich hatte dann Mühe, etwas rechts zu machen. Ich habe das KV gemacht. Das ist schon länger zurück jetzt. Und ich bin so ein mit 30 an einem Punkt angelangt. Ich habe verschiedene Stationen durchlaufen. Ich konnte relativ früh dann als Gitarrenlehrer arbeiten. Habe ich immer gemerkt, das ist überhaupt nicht mein Ding, das Kind unterrichten. Und dann habe ich das Kaufmännische und das Unterrichten immer ein bisschen kombiniert. Bin aber auch interessiert an also neue Technologien. Also wir reden ja vom Jahr so 1995. Das ist 25 Jahre. Schon ein Zeitchen her, ja. Auch gedacht, ja. Genau, und trotzdem ist das Internet so ein bisschen langsam aufgekommen. Es war noch etwas für Nerds. Und ich glaube, ich habe zu dieser Zeit oder ein bisschen später habe ich das Buch gelesen von Bill Gates, Digitales Business. Und er hat darin erklärt, wie Computer vernetzt sie werden miteinander, dass man Informationen wird austauschen, dass Leute werden zahlen für Informationen. Das ist damals mal ganz weit weg. Er war auch ein Visionär auf seine Art. Und das hat mich sehr inspiriert. Ich habe früh angefangen, Homepages zu basteln. Bin aber nie so tief hineingegangen ins Programmieren. Und das ist einfach etwas, was mich immer interessiert hat. Und gleichzeitig als Musik machen. Und ich habe eigentlich erst mit 20 angefangen, Klavier zu spielen. Also erst relativ spät. Und hast dann mal gemerkt, auf dem Klavier kann man eigentlich mit wenig technischem Können kann man etwas spielen, das cool tönt. Im Vergleich zu einer Gitarre, das geht irgendwie länger. Und ich habe dann auch lange Gitarren unterrichtet. Und die haben gesagt, ich habe es so gesehen, so viele Gitarren unterrichtet. Und so ab 30 ist das Klavier wie so ein mein Hauptinstrument geworden. Ich habe dann auch angefangen zu unterrichten. Und bin aber irgendwo an einem Punkt angekommen, rein beruflich, so mit 30, wo ich gemerkt habe, hey, wo geht es jetzt weiter? Weil ich, also hast du nicht noch gearbeitet? Ja, also mein letzter Job, den ich gemacht habe, ist, ich habe eine Reorganisation gemacht in einem bekannten Internetunternehmen. Also das kann man sich so vorstellen, das ist im Bereich, also der Kundendienst ist einfach ein riesen Chaos und da muss einer kommen und das Ganze aufräumen. Und es waren mehrere Angestellte gewesen, und einer muss jetzt da den Boss markieren und das dann durchsetzen. Und das war äußerst anstrengend gewesen. Ich habe dort mal eine Ausbildung gemacht zum Spezialist in Organisationsmanagement. Das hat mich eigentlich interessiert. Dann habe ich gemerkt, in der Praxis das zum dem machen, wenn man nicht als externer Berater arbeiten, das ist heavy. Weil Reorganisation bedeutet Leute kündigen und halt Leute von hier die Tatsachen stellen und einfach Sachen durchziehen. Und das ist auch ein Böhlimann-Job natürlich. Nein, du bist jetzt nicht die Beliebteste. Genau, man macht sich nicht wirklich beliebt. Und das hat mir auch von meinem Naturell her überhaupt nicht entsprochen. Also das war überhaupt nicht mein Ding gewesen. Das Reorganisieren an sich schon die Materie, aber das mit den Leuten habe ich sehr anstrengend gefunden. Und wir haben die Möglichkeit gehabt, meine Frau und ich, wir haben gesagt, du, ich kann es nicht sein, wir haben extrem viel gearbeitet, dort mal, wir haben die Würstchen frisch geheiratet gehabt. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, komm, wir gehen reisen. Und ich hatte trotzdem schon die Idee gehabt, hey, schau, ich will mich selbstständig machen. Ich habe noch nicht genau gewusst, wie das wird aussehen. Ich habe gesagt, ich will eigentlich Musikunterricht für Erwachsene anbieten, in Einbezug von allen technischen Möglichkeiten. Warum für Erwachsene? Weil der Markt für Kinder natürlich subventioniert ist in der Schweiz. Der ist, also rein aus unternehmerischer Sicht ist der nicht interessant. Und zweitens habe ich auch gemerkt, ich mit Kind, ich habe auch zwei Kinder, ich hätte die sehr gern, aber ich mit Kind unterrichten, das ist jetzt nicht so mein Ding. Das ist einfach von der Persönlichkeit her, hat man das nicht so entsprochen. Und wenn ich so ein bisschen umgeschaut habe, mehr, dann hat es nichts wirklich etwas gegeben, also nichts Attraktives gegeben. Und das ist ich schon eine Marktlücke. Und gleichzeitig habe ich meine Methodik dort mal in den Grundzügen schon entworfen gehabt. Ich dachte, das könnte funktionieren. Ich habe intuitiv auch schon lange danach geübt, ich selber, und dann auch schon unterrichtet. Und irgendwann habe ich das Ganze in der Grafik nachher visualisiert, habe es strukturiert, das Ganze, und hat ziemlich ein klares Bild entwickelt während dieser Zeit auf der Weltreise, was ich machen will. Und spannend war auch noch, am Schluss von der Weltreise ist das erste Tablet rausgekommen, ernstzunehmendes Tablet, das von Apple, das iPad. Das iPad 1. Genau, iPad 1, also Version 1.0. Es hat vor der Ostern schon Tablets gegeben, von HP oder Acker, aber das war nicht wirklich ernst gewesen, weil es war ständig abgestürzt, also ein Basteln gewesen. Und da habe ich für mich gedacht, dass wenn Apple etwas rausbringt, die haben schon die Erfahrung vom Betriebssystem mit dem iOS iPhone, und dem iPhone natürlich, dann könnte das ein Renner werden. Und meine Idee war eigentlich, die Leute tun bei sich daheim, dann wenn sie Lust haben, also sind zeitlich, örtlich unabhängig, tun sie das Tablet aufs Piano und kommen dann irgendwelche Instruktionen über, wo sie sagen, hey, das ist jetzt wirklich cool, das kickt mich, das gefällt mir, da bleibe ich dran.
Das war so die Kernidee gewesen. Und die Umsetzung ist dann natürlich also auch gewesen, so ein bisschen auf und ab. Die Umsetzung würde mich nachher noch interessieren, aber du hast jetzt gesagt, du hast deine Methodik dann schon ausgearbeitet gehabt. Was kannst du von dieser Methodik etwas erzählen? Oder tust du da schon zu viel Geheimnis dann verraten? Nein, nicht die Wohne. Nein, das ist absolut offiziell. Also, das ist die Zappiano-Methode, ich nenne es mittlerweile so. Das ist eigentlich, ich tue den Lernschritt am Klavier visualisieren. Und zwar nicht nur in Form von Noten. Also wenn jemand Klavierspielen lernt, dann gibt es eigentlich so zwei Richtungen. Das eine ist, man lernt nach Noten, man hat etwas vor sich, man schaut und drückt dann das, was dort steht. Das muss man natürlich üben, das ist klar, mit längerer Zeitraum. Und die Pianisten, die tönen dann auch so ein bisschen da, 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 da. Und die üben jahrelang so. Mhm. Jahrelang. Und die andere Schiene ist, also gibt es noch die andere Schiene, die Leute sagen, ja, ich würde einfach ein bisschen klimpern, ich würde ein bisschen spielen und ein bisschen Akkord drücken und so. Und ich habe gemerkt, eigentlich keine von diesen beiden Methoden ist wirklich zielführend. Wenn ich so mein Kundensegment, also Erwachsene, anschaue, die haben eigentlich eine konkrete Vorstellung, was sie machen wollen, wie das tönen soll. Die haben wie ein Ziel auch. Und dann werden sie ja konstant konfrontiert mit dem eigentlich, oh, ich kann es überhaupt nicht und noch, oh, das geht viel zu lang. Und die Leute, die sich ein bisschen umklimpern und nur ein bisschen nachher Akkord spielen, so die freien Pianisten, das sind die, die nach 10 Jahren umklimpern. Die bringen auch wirklich nie etwas zustande. Also wirklich jetzt einzählen, jetzt geht es los auf Schlag 1. Meistens nicht der Fall bei denen. Und ich habe gemerkt, okay, ich will wie das kreative Element eigentlich von den freien Pianisten, das ist auch etwas, was mich interessiert natürlich, und auch das Strukturierte von den Leuten, die Harmonielehrkenntnis haben, also wo Grammatik verstehen von der Musik, Notenkenntnis haben. Ich will das wie zusammenbringen. Und dann ist mit der Zeit die Zappiano-Methode entstanden. Zappiano. Und ich tue den Lernschritt so vereinfachen, man kann sich das so vorstellen, in meiner Grafik, in der Zappiano-Methode, sieht man ganz genau, was man lernt. Also, das ist eine ganzheitliche Methode. Man tut schauen, man tut hören, man tut fühlen, man tut denken, man tut testen. Mhm. Alles miteinander. Und ich habe die Lernschritte aber so vereinfacht in meinen Kursen, in meinen Klavierkursen, dass jeder sagt, oh, das ist easy, das kann ich machen. Und wenn man einen Lernschritt vollzogen hat, wenn man etwas geübt hat, weil er so einfach ist, man tut ihn so lange üben, bis man ihn verinnerlicht hat. Und alles, was man verinnerlicht hat, das kann man nachher hervorkramen. Mhm. Ich muss nicht wieder bei Null anfangen. Und so kann ich eigentlich, wenn ich so durch den Prozess durchgehe, das ist doch mein Einsteigerkurs, den ich dann anbiete auf Zappiano, dann kann man eigentlich nicht nur 3 Stück spielen oder 5, sondern man könnte eigentlich 500 Stück spielen, wenn man versteht, wie Musik machen wirklich funktioniert. Mhm. Also ich bleibe nicht nur auf der obersten Ebene, Verständnisebene, auch jetzt, wo man die Tasten drücken, so, sondern ich erkläre den Leuten, was darunter liegt, was für Gefühle, wie man Gefühle generieren, wie man Sachen neu zusammensetzen, wie man wirklich kreativ herangehen kann und Sachen kann kombinieren kann. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger so zu erklären, natürlich nur in Worten. Klar, ist klar. Ja. Geht doch am besten auf zappiano.com. Genau, es gibt sicher einen gratis Testkurs oder irgendetwas. Sicher, genau. Also man kann kostenlos etwas abladen, genau. Man kann sich das einmal anschauen. Und ja, das mittlerweile ist das, läuft das sehr gut. Mhm. Hast du dir selber das Klavierspielen selber beigebracht? Ja, das ist spannend. Also ich komme halt von der Gitarre. Ich habe dann auch eine Zeit lang Jazzgitarre studiert. Also ich war eine Zeit lang in Amerika. Ich habe das aber nicht so tief studiert wie andere, weil ich wie gemerkt habe, in so eine Schule gehen, 4 Jahre lang, was macht man nachher? Also ich habe es schon früh irgendwie erkannt, ja, was hat man nachher? Nachher hat man das Pädagogendiplom, dann geht man wieder unterrichten. Man hat vielleicht einen höheren Stundensatz, aber es ist nichts anderes. Und ich habe das gefunden, ich will den Weg gerne weiterverfolgen. Und dann habe ich sehr lange habe ich selber gelernt. Ich hatte mal eine kurze Zeit 2 Klavierlehrer gehabt. Wirklich nur sehr kurze Zeit. Also der erste ist da und Sport gekommen. Und wenn er zu Sport gekommen ist, dann hat er mich so angeschaut, als ob ich jetzt geschult wäre. Mhm. Also sehr unangenehm. Ja. Und der zweite ist, also es sind beides grandiose Pianisten gewesen. Und der zweite ist von seiner Art her auch sehr gut gewesen, aber sehr ein schlechter Lehrer in dem Sinn. Und er hat sich konstant als Opfer gefühlt, dass für einen gescheiterten Musiker das ist, dass er jetzt noch unterrichten muss. Mhm. Und das ist, aus einer Stunde sind er plötzlich 2,5 Stunden geworden. Und er hat erzählt, was er mal alles gemacht hat. Und ich habe mich auch ein bisschen interessiert für ihn. Aber ich habe gemerkt, also Moment mal. Eigentlich wollte ich etwas lernen. Da, ja, das ja, ist ein bisschen komisch. Da. Und das sind so meine 2 Lehrer, gewesen, die ich hatte. Und ich fand, hey, unterirdisch. Mhm. Also rein von der, wie soll ich sagen, von der Haltung her, was biete ich dem Gegenüber? Was will es gegenüber? Was hat das für Ziel? Gibt es eine Strategie, um das Ziel überhaupt zu erreichen? Wie gehen wir dort hin?
wie tun ich die Person motivieren? Und der erste Lehrer, der hat mir noch mal gesagt, also das mit der Musik, das würde er sich noch bei mir genau überlegen. Also der hat mich auch regelmäßig demotiviert. Entmutigt. Er hat gesagt, hey, also du Musik, ich weiß nicht, ob das irgendetwas wird, mhm. oder? Und ich habe trotzdem, ich weiß nicht, erinnere die anderen, die haben gesagt, mal, ich werde meinen Weg finden. Mhm. Und ja, hast du recht gehabt, würde ich sagen. Ja, ich mache schon. Ja, genau. Aber natürlich war der Weg halt ein bisschen anders gewesen, als einfach, man macht jetzt ein Pädagogendiplom, man besteht die Prüfungen, man hat irgendwelche Bands und dann geht man spielen und dann am Schluss ist man einfach der Lehrer, die hat es von Anfang an nicht attraktiv gefunden, nicht die Bohne. Kannst du schnell Klammer aufmachen, spielst du auch live selber oder spielst du Bands? Oder also ich hatte lange ein Jazz-Trio, vielleicht werde ich das nochmal aktivieren, das kann sein. Ich habe irgendwann an einem gewissen Zeitpunkt vor etwa 5 Jahren einfach gesagt, hey, ich muss mich jetzt fokussieren auf etwas und habe mich dann noch aufs Online-Dings fokussiert, also auf meine Plattform, das Piano. Und ich kann immer noch hier und da als Pianist spielen. Gut. Aber es ist schön, ich bin in dieser glücklichen Lage, dass ich nicht mehr muss. Also ich komme anfangen und dann finde ich, auf mein Herz liegt, gefällt mir das oder passe ich überhaupt nicht daran an? Also ich muss nicht und das ist sehr schön natürlich. Du hast vorhin einfach bis dahin erzählt, wo die Idee hatte und das Tablet rausgekommen ist. Da bist du alleine mit deiner Idee. Gib uns einen Überblick, wie sieht es jetzt aus bei Zapiano? Wie gross ist jetzt die Firma, wo du bist? Also, ich rede offiziell jetzt nicht über Zahlen. Was ich kann sagen ist, zwei Zahlen kann ich sagen. Also meine Schülerzahlen sind im fünfstelligen Bereich mittlerweile angekommen. Ich mache es natürlich auch schon länger, das ist klar. Also ich bin seit 9 Jahren bin ich mittlerweile online jetzt in meinem Angebot. Früher war es noch eine andere Webseite gewesen. Und im Hintergrund arbeiten 15 Leute mit mir. Also mein Team besteht aus 15 Leuten. Das ist ein virtuelles Team. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, dass ich mit einem virtuellen Team arbeite. Ich selber komme natürlich auch so ein bisschen vom Projektmanagement. Und dann denke ich auch mal das zu, dass es irgendwie in Bahnen lenken kann. Das hat bis zum heutigen Tag gut funktioniert. Und ich habe ja einen kreativen Job in dem Sinne. Also ich gehe nicht am 8. in mein Büro, jetzt wird der Computer angestellt. Ich will auch nicht irgendwo hingehen in ein Büro und sagen, so, jetzt machen wir das. Sondern ich will mir auch immer wieder für gewisse Projektzeiten rausnehmen, wo ich ein bisschen mehr übe, ein bisschen etwas anderes mache. Und dann gehe ich wieder rein in die IT-Geschichten und das Projektmanagement. Das fände ich jetzt eine extrem spannende Geschichte. Wie ist jetzt das gegangen? Du bist von dieser Reise quasi heimgekommen und hast die Idee gehabt, das Tablet ist rausgekommen. Genau. Jetzt, wie viele Jahre später sind wir jetzt? 9 Jahre. Also ich bin live gegangen April 2011. Okay. Und da gibt es eine coole Geschichte dazu. Die ist cool. Die erzähle ich gerne. Ich habe also April 2011, wir tun jetzt noch ein halbes Jahr retour. Ich habe trotzdem schon angefangen, DVDs abgeben für meine Schüler, wo ich so gewisse Sachen, Basics zusammengefasst habe. Und meine Frau hat das trotzdem noch gefilmt. Und ich habe die einfach so ein bisschen abgegeben, ich habe die ein bisschen vermietet, also in dem Sinne, und ich habe es einfach gegeben dort mal, wir sind drin gewesen in dem Abo, da habe ich gesagt, ja, ist am Schluss wieder retour, aber daheim kannst du noch mal ein bisschen schauen, was wir da gemacht haben in etwa. Und die Schüler haben das doch geschätzt und ich habe dann schnell mal gemerkt, eine DVD, das wird jetzt nicht ein Produkt sein, das wir in 10 Jahren noch irgendwo neben reinschieben werden. Ist dort mal noch ein bisschen schwer vorstellbar gewesen, für viele, aber für mich war das völlig klar gewesen, nein, das wird alles in der Cloud sein nachher. Mit den Bandbreiten, die dann auch aufgekommen sind natürlich, oder mit den größeren. Und dann habe ich auseinandergesetzt, kann man online etwas machen? Gibt es das überhaupt schon? Und wenn ja, wie geht es? Und ich hatte trotzdem durch die Ressourcen noch nicht gehabt, auch die Connections noch nicht gehabt, um irgendein Team jetzt anzustellen. Und ich habe das trotzdem mal in eigener Regie gemacht. Also ich habe mir als Baukasten-Tool gekauft, so einen Web-Baukasten für $50 im Internet. Habe irgendwie so einen Online-Bereich gekauft, ich weiß gar nicht, wie er geheissen hat. Auch irgendwie 100 Stutz hat das gekostet. Und da hat einem im Detail erklärt, wie man einen geschützten Bereich macht, also geschützt mit Passwort und Login, wie man Videos hinten dran platzieren kann. Und das natürlich auch schützen mit der PayPal-Anbindung oder so. Ja, PayPal war es am Anfang. Und dann habe ich eins wieder nach dem anderen gemacht. Ich bin selber ja kein Entwickler, ich bin kein Techniker, aber ich habe irgendwie A und B zusammenschustern und so. Und habe es irgendwann einmal geschafft, das im April 2011, voller Stolz, habe ich meinen Laptop aufgeklappt, meiner Frau gezeigt, der erste Online-Klavierkurs der Schweiz. Und das, wenn die Webseite jetzt so ein bisschen lustig ausgesehen, so ein bisschen lustiges Logo, das hat klavierlernen.ch geheißen. Und dann ist das Bild gehabt, aber das Video hat es gleich schon drauf gehabt, da steht es mal schon, Video, okay. Also YouTube gibt es seit 2004 und das ist trotzdem auch so ein riesen Nischending gewesen. Natürlich hat es Videos schon gegeben, aber dass man Videos auf einer Homepage tut, was heutzutage ja völlig gang und gäbe, ist das trotzdem noch nicht so gewesen. Und ich bin voller Stolz gewesen und gesagt, hey, da läuft sogar ein Video, da kann man drucken. Und meine Frau hat mich ein bisschen angeschaut und hat gefunden,
Ist das nicht die Reaktion, die du erwartet hast? Mal, also sie hat das Ganze nicht so tief gesehen, wie ich das halt schon bearbeitet habe, in dieser Tiefe. Und dann haben sie mir gesagt, sag mal, Sven, willst du nicht einfach ganz normal arbeiten gehen, wie alle anderen auf der Welt? Nein. Nein, und ich habe einfach rasch an die Idee geglaubt, auch wenn die Umsetzung dann sehr basismäßig ist, das ist ganz klar. Ich habe dann aber irgendwie meinen ersten Newsletter verschickt an meine bestehenden Schüler, die ich schon hatte. Ich hatte trotzdem auch so, also ich habe ein Studio gehabt, ein Klavierstudio, wo die Schüler vor Ort im Physisch gekommen sind. Und ich habe ganz am Anfang, auch ein halbes Jahr vorher, habe ich einen Gruppo-Deal gemacht. Gruppo hat es trotzdem noch gegeben in der Schweiz. Sagt der Gruppo? Nein, das sage ich nicht. Sagt ihr nicht Gruppo? Nein. Okay. Also dein Deal? Dein Deal, ja. Genau. Also es hat ein paar so Plattformen gegeben, trotzdem, die sind trotzdem aufgekommen vor 10 Jahren. Mhm. Und alle gefunden, wow, das ist jetzt der Marketing-Run, da muss man jetzt voll investieren und so. Und ich habe einen Gruppo-Deal platziert trotzdem mal und habe gesagt, okay, hey, schau, einen Klavier-Crash-Kurs, 5 Lektionen für, ich weiß nicht mehr, wie viele Franken. Und dann hatte ich auf einem Tag auf den anderen 66 Schüler gehabt. Wow, das ist sehr viel. Genau, das musste ich mir bewältigen. Und ich habe so eine Kleingruppe unterrichtet. Und da habe ich schon einen gewissen Stock gekannt durch einen Schüler in dem Moment. Und die habe ich angeschrieben und gesagt, hey, schau, jetzt habe ich auch online etwas gemacht. Hey, wer hat Lust? Ihr könnt das kaufen, irgendwie günstig und so. Und dann hat sich eine ältere Frau schnell mal registriert. Ganz lustig. Und dann hat man die angelegt und gesagt, ja, also sie können jetzt das PDF können sie nicht ausdrucken, den Drucker geht nicht. Mhm. Dann habe ich gesagt, hey, kein Problem, ich drucke es aus für sie und ich bringe es ihnen vorbei. Herzig, hat sie. Mir ganz funktioniert. Ja. Aber es war mega cool, weil ich habe gemerkt, hey, es funktioniert. Und ich habe auch schnell einfach die ersten Leute gehabt. Und sie waren überrascht, dass es überhaupt geht, dass es funktioniert. Und sie haben das Produkt insofern gut gefunden, also hat niemand das Geld zurückgewählt. Ja, ist schon mal ein gutes Zeichen. Genau. Das ist Proof of Concept. Ja, aber. Und ich finde es einfach noch spannend, dass jetzt für mich völlig klar ist, dass wenn du irgendetwas anbietest, dass du das online anbietest, das macht ja Sinn. Aber klar. Was bist du von Jahrgang? 86er. 86 sind. Aber dann ist das ja etwas Neues. Also das war ja nicht der erste Gedanke, dass du sagst, ich habe etwas und biete es nachher online an. Also das ist ja schon völlig, das ist ein neuer Gedanke. Ja, das war auch weiter weg. Ja, sorry. Auch in meiner Branche ist das noch weiter weg gewesen. Also ich habe dann schnell einen Partner gefunden in Aarau, das ist der Rainer Zulauf, tastenträume.ch. Und der hat das Klaviergeschäft dort gehabt und Digital Piano. Und es war lustig, wir haben es dann kennengelernt, wir haben es schnell mal gut verstanden. Und was ich immer noch hoch anrechne, er hat, bevor ich eigentlich die erste Schraube produziert habe, ich habe nur gross geredet, oder? Hat er gesagt, ah, ist cool, wir arbeiten zusammen. Und er hat dann schnell gesagt, weißt du was, komm, wenn ich ein Digital Piano verkaufe, dann gebe ich immer noch einen Online-Kurs von dir dazu. Mhm. Und so habe ich natürlich auch über ihn habe ich schnell mal Kunden bekommen, meine ersten Kunden. Und dann dachte ich, hey, das ist ja super, das ist genial. Mhm. Und dann habe ich angefangen, ganz viele Klavierhändler anzuhören. Also zuerst in der Schweiz, wir haben im deutschsprachigen Raum, dann Österreich und Deutschland. Und haben müssen feststellen, die Branche ist überhaupt nicht so weit. Mhm. Also das ist, wenn ich denen gesagt habe, ich tue Klavierunterricht und Internet anbieten, die zwei Begriffe, das hat keine Connection gegeben, dort mal. Dann haben alle gelacht und gesagt, Klavier und Internet, ja gewiss. Was soll denn das geben? Das ist ja unseriös und seich und so, das funktioniert eh nicht. Und das war doch her für mich, logisch, klar. Und trotzdem habe ich gewusst, nein, ich will weiter da arbeiten, ich glaube die Idee weiter. Mhm. Weil ich habe schon die ersten Kunden natürlich gehabt und habe gewusst, okay, ich das weiterentwickeln, ich habe mehr Kurs produziert dann. Und habe das eigentlich dann immer so als Seitenprojekt weiterentwickelt, dass ich unterrichtet, normal, physisch vor Ort, dass die Leute zu mir kommen. Und mit dem Geld, das ich dort eingenommen habe, also ich habe gedacht, dann, wenn sie erst die Kinder bekommen, dann müssen wir schauen, dass es ihnen nicht klappt. Klar, ja. Und dann haben wir uns schon auf Anfang einen kleinen Lohn können auszahlen und das ist gewachsen mit den Schülerzahlen. Und dann habe ich eigentlich durch das Unterrichten habe ich es online querfinanziert. Also ich habe es subventioniert mir selber. Mhm. Und das also heißt, am Anfang ist das eigentlich noch nie, also wie lange ist es gegangen, bis auch Geld generiert hast mit dem Online-Ding? Ja, also Geld generiert natürlich also von Anfang an, aber nicht so viel. Also eine Zahl kann ich sagen, ich habe im ersten Jahr, wenn ich es rausgehe, immer 30'000 Stutz genommen. Und das war für mich schon natürlich Proof of Concept gewesen, wenn ich sage, hey, mit dem habe ich mehrere Tausend Franken verdient. Also jeder, der Content kreiert und der will monetisieren, der weiß, wie schwierig das ist, oder? Und das war für mich ganz von Anfang an klar gewesen, das funktioniert. Und so habe ich dann einfach immer noch mehr unterrichtet und ich habe doch extrem viel geschafft, extrem her geschafft natürlich in dieser Zeit. Und vielfach tagsüber habe ich mein Dings weiterentwickelt und am Abend unterrichtet, weil die berufstätigen Erwachsenen doch am Abend sind wir in den Klavierunterricht gekommen. Und das ist noch lustig, es hat wie so eine Verlagerung gegeben und irgendwann habe ich gemerkt,
das läuft langsam, das Online-Dings. Und plötzlich bin ich an dem Punkt gewesen, und ich merkte, ich müsste eigentlich gar nicht mehr unterrichten. Und das war für mich aber ein längerer Prozess gewesen. Also ich habe Ende 2017 aufgehört zu unterrichten. Und das war für mich aber ein längerer Prozess gewesen, um dann wirklich das zu cutten, weil das ist ein bisschen komisch. Also habe ich mich jetzt komplett digitalisiert? Bin ich denn noch ein Klavierlehrer? Oder was bin ich denn überhaupt? Oder? Und ich habe auch Schüler gehabt, die sind lang zu mir gekommen, jahrelang zu mir, die haben mich auch gerne gehabt, ich habe sie gerne gehabt. Und gleich habe ich irgendwann einen unternehmerischen Entscheid fällen und gesagt, nein, in der 2017, ich höre jetzt ganz auf unterrichten. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, so online tut eigentlich nur die Miete zahlen. Also die Miete mit dem Studio zahlen und ich will gar nicht mehr Schüler. Oder? Genau. Also würdest du nicht sagen, was bist du denn jetzt? Bist du jetzt noch Klavierlehrer oder bist du jetzt Unternehmer? Oder ja, bist du digital, was auch nicht irgendwie? Digital Entrepreneur, das nennt doch alles. Ja, allein digitalen Unternehmer, natürlich im Musikbereich. Also ich will es nicht ausschliessen, dass ich nicht mehr unterrichte. Weil das ist auch noch spannend. Also je nachdem, wenn die Konstellation natürlich stimmt mit dem Schüler und mit dem Lehrer, ist das auch sehr ein fruchtbarer Prozess, auch für beide. Für beide Parteien, also nicht nur einfach der Lehrer. Also ich hatte mal einen Schüler gehabt, der ist ein ehemaliger ETH-Professor gewesen und der hat natürlich ganz andere Fragen gestellt über Zusammenhänge von Musik machen, als basierend jemand, der einfach sagt, ja, sag mal, wann ich muss drucken. Merkst du einen Unterschied vom Anfang vom Internet und dem ganzen Online-Kursanbieter zu jetzt? Ja klar, das ist doch ein Riese. Ist es einfacher oder schwieriger für dich jetzt? Nein, es ist viel einfacher. Viel einfacher? Es ist viel einfacher, weil die ganzen Technologien, die sind natürlich vorhanden. Also wir reden 2011, da hat es, das wissen die meisten gar nicht mehr, also Kreditkarten, E-Game-Internet, oh, das ist etwas ganz Gefährliches, das ist, oh, da muss man fest aufpassen. PayPal ist trotzdem schon ein bisschen verbreitet gewesen, aber nicht so verbreitet. PayPal, was ist das, oder? Und was noch dazu kam, ist, also Amazon ist dort mal so eine Firma gewesen, wo man nicht recht gewusst, gibt es die nachher noch? Die sind konstant in der roten Zahl gewesen dort mal. Zalando hat es noch nicht gegeben. Dass man im Internet etwas bestellt, ist doch so, ja, kann man, aber man muss schon aufpassen. Und dass man für Informationen zahlt, Informationen im Internet, ist dort mal noch relativ neu gewesen. Also vor allem im Privatbereich, im B2B-Bereich ist das anders gewesen. Aber dass ein privater Endkonsument im B2C-Business Geld ausgibt für eine Information, die noch zeitlich beschränkt ist, das war neu gewesen. Und ich habe von Anfang an Abo-Modelle angeboten. Also ganz ähnlich wie bei den Telekommunikationsfirmen natürlich. Das ist heutzutage eben der Standard. Aber das war damals überhaupt nicht der Standard gewesen. Ja, aber gerade, also ich bin mir es gewöhnt, als Konsument für Unterhaltung Abos zu zahlen oder für Software-Abos zu zahlen. Ja. Was ich aber selber selten, also ich glaube nur einmal gemacht habe bis jetzt, ist für Wissen zahlt im Internet, weil ich meine, es gibt alles auf YouTube wahrscheinlich auch gratis, was du machst. Ja, es gibt es. Ja, gesagt. Ja, wieso soll ich jetzt bei dir etwas zahlen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Darum habe ich gemeint, ist es einfacher oder schwieriger geworden? Ach so, rein vom Content her. Natürlich gibt es natürlich YouTube, das ist natürlich völlig überschwemmt worden von Leuten, die jetzt ins Klavier reingehen und ein bisschen drucken. Was jetzt, sage ich mal, so in meinem Vorteil ist, ich habe natürlich auch sehr viele kostenlose Sachen auf YouTube, da lernt man mich ein bisschen kennen, wie ich das mache. Aber das Klavierspielen hat eine gewisse Komplexität, wo man nicht nur einfach durch Tastendrucken bewerkstelligen kann. Also wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, schau, ich zeige dir jetzt ein Stück und du hast noch keine Ahnung von Klavierspielen. Kannst du Klavierspielen? Ich kann null Klavierspielen. Dann wärst du super. Genau. Kannst du dir das so vorstellen, die YouTube-Videos, die es gibt, die funktionieren eigentlich so, dass man gewisse Tasten sieht blinken. Da gibt es so Apps natürlich. Oder es spielt etwas und dann sieht man die Tasten einblenden, aber sie erklären nicht das, was darunter liegt. Und wenn ich dir jetzt einen Song wieder lernen würde, du hast jetzt noch gar keinen Bezug zum Musikmachen, zum Klavierspielen, dann könnte ich sagen, jetzt musst du die Tasten drücken, nachher musst du die Tasten drücken und dann die und nachher die. Und sagst, ah, Moment mal, wie warst du die erste gewesen? Ah ja, so. Genau. Und dann übst du es ein bisschen und du übst es. Und es kann sein, dass du so nach zwei, drei Wochen das langsam kann spielen, dann denkst du, jetzt kann ich spielen. Und nach einem Monat hast du alles vergessen. Und das habe ich auch erlebt, nur damals, schon ich unterrichtet habe, sind da schon Leute gekommen und gesagt, oh, ich habe jetzt ihre App abgeladen, hey, ich habe das und das gelernt. Und dann habe ich gesagt, hey, super, spiel's mal vor. No way, no chance. Weil die Komplexität von Musikmachen und Klavierspielen nicht nur über das Visuelle geht. Und das ist das, was die meisten meinen. Natürlich, weil wir halt sehr visuell prägt sind in unserer Gesellschaft jetzt, wenn man alles kann anschauen, es ist alles abrufbar, man schaut, ah ja, ist gut. Aber wenn man so
sich ein bisschen tiefer mit der Materie beschäftigt, also befasst, tiefer mit der Materie befasst, dann sieht man die guten Pianisten, die einfach Gefühle transportieren können. Mhm. Und die haben das ja alles anders gelernt. Also muss ja irgendwie eine tiefere Methodik darunter legen. Mhm. Und meine Kurse bauen natürlich genau auf dem auf. Also ich komme jetzt nicht von der technischen Machbarkeit, was kann man machen? Und da habe ich jetzt eine coole App, wo die Tasten blinken, sondern ich komme ja vom Unterrichten. Ich habe 25 Jahre Unterrichtserfahrung. Ich weiss, wie man etwas lehrt, wie man etwas erklärt. Und ich weiss, was für Fragen das Personen haben. Und ich weiss, wie man etwas aufbaut. Mhm. Und wenn die Leute das erkannt haben, also ich habe viele Zuschriften über nur Leute, die YouTube von mir etwas gesehen haben, die sagen, hey, da, wie du das erklärst, ist völlig anders, als was ich sonst so sehe. Und das ist interessant. Und die Leute, die bei mir drin sind, in den Kursen, die merken, hey, pff, das ist etwas völlig anders. Also ich habe einfach Vergleich, wo die Leute sagen, ich habe früher noch mal ein anderes Abo gehabt, ich habe noch mal ein App gehabt. Und die sagen mir dann auch, also du machst etwas völlig anders. Das ist einfach von der Methodik her halt ganz anders. Ist denn nur Methodik, die dich unterscheidet von anderen Kursen? Oder was heisst das, wenn ich einen Kurs buche bei dir? Findet auch eine Interaktion statt? Ja, genau. Ist das sogar live? Oder lade ich ein Video von dir ab und mache dann anhand von deinem Video Sachen? Kann ich mit dir kommunizieren? Also das eine ist mal sicher Methodik, ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt, dass etwas wirklich einen soliden Aufbau hat. Und auch wenn ich einen neuen Kurs mache, dann fließt sehr viel Zeit in die Planung rein. Was macht wirklich Sinn? Wo tue ich welchen Baustein wo rein, dass man wirklich darauf aufbaut? Das ist mal das Erste. Und das andere ist, es ist interaktiv, in dem Sinn, dass die Leute mir unter jeder Lerneinheit eine Frage stellen. Die können mir schreiben, jetzt habe ich das nicht ganz verstanden, oder wie ist das, oder mache ich das irgendwie so, habe ich das richtig verstanden. Man kann mir auch einmal im Monat ein Video schicken. Das tue ich oder das mit dem Team beantworten dann. Also ich sehe dann ein Video. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt, weil wenn jemand etwas geübt hat und er macht einen Fehler, dann weiß er in der Regel nicht, warum er den Fehler gemacht hat. Und das, was er nicht gemacht hat, ist auch noch... Also er hat ihn gemacht, das merken die meisten, oder eine falsche Taste oder irgendwie. Oder es tönt nicht so. Ich habe das Gefühl, ich mache alles richtig, aber es tönt nicht so gut. Mhm. Und das ist genau die tiefe Ebene, die ich vorher angesprochen habe. Da geht es nicht nur darum, treffe ich die richtigen Tasten. Das ist das Erste, das ist klar. Aber warum mache ich überhaupt einen Fehler? Mhm. Und ich erkläre dann, meistens mache ich auch rasch ein Video, rasch ein Live-Video, ich habe ein Smartphone rasch auf dem Digital-Piano und sage, hey, schau, du musst es so machen und so, jetzt musst du das üben und das, dann kannst du das fixen nachher. Mhm. Und das ist mega cool, ich mache das seit 2 Jahren mittlerweile, dass die Leute Videos mir schicken. Und dann habe ich auch angefangen, seit 2017 Live-Shows mal anbieten. Und am Anfang habe ich nur das iPad mal angetan. Und Facebook Live und YouTube Live ist trotzdem ganz aufgekommen. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Genau. Rausgebraucht. Genau, da bist du doch auch schon klar drin, oder? Und ich hatte einen Mitarbeiter gehabt, der ist gut gewesen, der hat also Video-Productions gemacht, wie ihr da. Bin gegangen schauen und gegangen hören. Gut, wer bin gerne platziert? und der ist mit mir mega cool durchgegangen durch den Prozess, weil ich hatte den Anspruch gehabt, habe gesagt, hey, schau, ich will mit 2 Kameras, dir sagt das vermutlich etwas, also wenn du mit einer Kamera live gehen willst, ist das super easy, aber wenn du 2 Kameras willst, schon gehen, schwieriger, ja. Dann musst du über ein Tool gehen, wo das irgendwie das Composite-Zeug da macht, oder? Genau. Das nachher da durchflauscht, nachher das Ganze. Und ich habe gesagt, ich will gleichzeitig auf Facebook und auf YouTube streamen. Und ihr sagt das vermutlich auch etwas. Das sagen wir jetzt weniger, weil wir können uns weniger, also wir machen sehr selten dann so Live-Sachen. Okay, genau. Also die 2 Anbieter, Google und Facebook, die haben sich jetzt nicht wahnsinnig gern aus der Geschichte raus, oder? Und beide probieren zu verhindern, dass man gleichzeitig auf die andere Plattform streamen kann. Und wir haben dann einen Weg gefunden, um das zu machen. Und seit Ende 2017 mache ich regelmäßig Live-Piano-Coachings, ich nenne sie so. Ich mache vorher Umfragen mit meinen Schülern. Was würde interessieren, was drückt der Schuhe? Und dann probiere ich aus diesen Antworten das Thema rauszufiltern. Da kann zum Beispiel sein, kreativer Klavierüben oder Klavierüben mit Metronom, macht das Sinn? Freies Klavierspiel, Notenlesen am Klavier. Das sind sowieso Überthemen, die viele Leute einfach interessieren. Und ich tue die dann abhandeln, das Thema. Also ich bin dann live dort mit dem Piano, demonstriere etwas und habe meine 2 Chats dann vor mir. Also ich habe hier den Facebook-Chat und hier den YouTube-Chat. Und bist immer du? Das bin immer ich. Ja. Genau. Also machst du das auf Englisch in dem Fall? Nein, Hochdeutsch. Hochdeutsch. Schweizer Hochdeutsch. Geil. Ist in dem Fall dein Markt auch vor allem deutschsprachig? Genau, das ist noch wichtig. Genau. Also, ganz am Anfang in meiner alten Plattform klavierlernen.ch habe ich Schweizerdeutsch angefangen. Nachher dachte ich, nein, wir können es noch machen.
Ja, aber machst halt mal etwas am Anfang, gell? Ja, logisch. Also, mit dort habe ich einfach, im Nachhinein muss ich sagen, ja, ich habe eigentlich viel zu klein gedacht dort, weil ich habe einfach für meine bestehenden Schüler lokal habe ich etwas anbieten, das einen Mehrwert hat. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, als ich vor dem Entscheid gestanden bin, soll ich auf meiner Homepage von meinem Studio etwas aufbauen oder soll ich ein Keyword nehmen, also einen Suchbegriff. Mhm. Klavier lernen ist dort mal der meiste gesucht. In meiner Branche der meiste gesucht ist der Suchbegriff gewesen. Da habe ich Klavier lernen gemacht und später habe ich gedacht, hey, nein, ich muss weitergehen. Und dann habe ich einen Zappiano gegründet und das Ganze auf Hochdeutsch gemacht. Wie bist du übrigens zu Zappiano gekommen, zum Namen? Zappiano, das ist eine lange Geschichte. Macht nichts, wir haben Zeit. Ich habe gemerkt, klavierlernen.ch, das ist jetzt nicht wahnsinnig coole Domain. Ja. Ist auch, das Logo ist jetzt auch nicht wahnsinnig cool. Also ist halt einfach aus der Geschichte, ist das gewachsen. Ja. Ja, und es ist kein wirklicher Brand. Ich habe dort, wo ich gemerkt habe, dass meine Branche eigentlich noch gar nicht so weit ist, also der Klavierhandel eigentlich gar nicht bereit ist, um da irgendeine Kooperation einzugehen mit mir, habe ich gesagt, okay, Tanklatsch, dann gesagt, jetzt gehe ich zu den Herstellern direkt. Ich bin dann zu verschiedenen Herstellern gegangen. Ich habe sogar dann mal vor 5-6 Jahren ein Product Placement gemacht für Casio. Ich habe zuerst mal mit Casio zusammengearbeitet. Casio war jetzt nicht meine Traummarke gewesen. Ich habe dann schnell Kontakt geknüpft mit ganz vielen anderen Leuten aus der Branche, also eigentlich jede Marke abklappern sozusagen. Und bin am Schluss bei Kawai gelandet. Und Kawai ist Nummer 2 in der Branche. Die bietet sehr gute Digital Pianos an. Also vom Einsteigermodell bis zum Konzertflügel, die haben die ganze Palette. Und wir haben schnell einen guten Draht gehabt, die Leute und ich dort. Es ist einfach Kawai Deutschland, das ist der europäische Import. Ich bin natürlich so frech gewesen und habe zuerst einen Hauptsitz auf Japan angeläutet dort und gesagt, ich würde gerne global mit denen zusammenarbeiten. Und die haben irgendwann im Gespräch mal zu mir gesagt, also sind Japaner dann, oder? Irgendwann, ich mich noch erinnern an den Satz, der hat mir gesagt, via Kawai. Das heisst so durch die Blume, glaube ich. Hey, wer bist du eigentlich? Ja. Dann ist aber nicht so höflich, sie hat dann gesagt, ja, ich mich dann mit den Leuten in Deutschland mich connecten und so. Und dann haben wir den Kontakt gehabt. Und dort habe ich noch klavierlernen.ch gehabt. Und dann wie so, Kawai ist eine 90-jährige Geschichte hinter. Das ist nicht so ein Startup, No-Name, oder? Und dann habe ich sie auch überzeugen von dem Produkt, das ich mache. Aber es war noch auf klavierlernen.ch gewesen. Wir haben dann den ersten Deal mal so gemacht. Und dann haben wir aber schnell mal gemerkt, also auch in Gesprächen miteinander, hey, also wenn man das ein bisschen seriöser angeht, dann muss ich etwas anderes an und so. Und das war mega schwierig für mich, okay, jetzt muss ich irgendeinen Brand haben. Ich habe also gewusst, ich möchte eine Marke haben, die ich auch schützen kann nachher. Und etwas zu finden im Internet, eine Domain, einen Namen, ist relativ schwierig, auch auf die Geschichte natürlich mittlerweile. Und ich habe praktisch jede Buchstabenkombination abgeklappert. Und ich habe einen Haufen Domains reserviert gehabt, aber ich bin nie wirklich glücklich. Ich dachte, das ist dann komisch. Piano Zippo, Piano Vano, Piano Veno, die haben ja so Zeugs. Und Piano Sven. Ich dachte, oh nein, ich habe peinlich. Und irgendwann dachte ich, nein, ich muss die Buchstaben Fass Piano tun. Ich habe Piano, weil du drin hast. Klar war für mich. Und am Schluss bin ich auf Zappiano gekommen. Zappiano, Domain hat noch $9 gekostet. Yeah. Yeah, nehme ich. Genau. Das ist Zappiano dann. Und Zappiano ist super cool, das lässt sich in jeder Sprache aussprechen. Ja. Wenn es einen nicht versteht am Telefon, dann sage ich, ich weiss, Schweizer Lando, einfach mit Piano, weiss ja. Es jeder. Ja, ja, voll. Gute Eselsbrücke. Ja, aber es sind alles Überlegungen, die ich mir gemacht habe. Meine tatsächlich? Firma, ja, absolut. Meine Firma habe ich Active Music genannt. Mhm. Und meine E-Mail-Adresse, die erste, die haben activemusic.ch. Wenn ich das am Telefon muss buchstabieren, dann komme ich jedes Mal viel lieber. Und die andere auch. Mhm. Also wie ist Aktiv? Ist jetzt Aktiv oder ist es Englisch oder ist jetzt Deutsch? Oder? Genau. Zappiano kannst du auch merken. Genau. Und man kann sich es merken, absolut. Genau. Jetzt hast du, bist du eigentlich recht, du bist innovativ gewesen am Anfang, oder? Du bist ein bisschen der Zeit voraus gewesen eigentlich, kann man sagen, mit dem ganzen Online-Ding. Jetzt ist der Markt hinterher gekommen, ist auch so weit. Mhm. Was ist das Nächste, was du machst? Hey, gute Frage. Gute jetzt kannst du ja nicht da stehen bleiben. Du wirst wahrscheinlich eingeholt, oder nicht? Who knows? Also es funktioniert sehr gut bis zum heutigen Tag. Ich habe Schülerzahlen, die konstant wachsen. Die haben jeden Tag neue Schüler. Und ich habe auch langjährige Schüler, also wo Qualität auch schätzen. Das musst du dir vorstellen. Es gibt so eine Bandbreite. Ich meine, das Erste, was man so ein bisschen kennt, früher war das Klavierbuch, wo man gewusst hat, da muss man drücken. Und dann hat es vielleicht eine Audiokassette als Lehrmittel, dann sind Klavierlehrer. Natürlich auch schon, die hat es auch schon immer gegeben, das ist klar. Die sind dann vor Ort gekommen und dann sind Apps gekommen und DVDs natürlich alles Lehrmittel, also rein technische Umsetzungen. Und wenn
der Schüler erkennt, dass sobald er mir drin ist, hey, das ist eigentlich mit herkömmlichem Klavierunterricht zu vergleichen, dann ist das für ihn ein absoluter No-Brainer, rein vom Preis her auch, zu sagen, hey, also ich habe schon Schüler gehabt, Leute, die mir auch gelernt haben, gesagt, ich bin lieber bei dir auf deiner Plattform, ich lerne dort mehr als bei meinem Klavierlehrer vor Ort. Und da geht es jetzt gar nicht nur um die technische Umsetzung, sondern geht es darum, hey, was komme ich rüber, was für einen Mehrwert komme ich rüber. Und mir ist auch wichtig, ich habe mich auch so positioniert, dass es wirklich eine Alternative ist zum herkömmlichen Klavierunterricht. Und Klavierunterricht, denke ich, würde es immer geben. Also wir haben 88 Tasten. Das ist zwar, es gibt zwar neue Modelle, das klingt immer noch ein bisschen besser, aber letzten Endes, das ist eine 300-jährige Geschichte dahinter. Ich denke jetzt nicht, dass das komplett sich wird ändern würde. Das ist mal das eine. Also ich werde das weiterhin so machen. Ich tue einfach eine neue Lerninhalte generieren, probiere einfach mein Team weiter aufzubauen und probiere einfach den besten Support können zu geben, dass es eigentlich wirklich eine nahtlose Verschmelzung gibt von online und offline. Dass die Leute wirklich betreut werden, auch mit Live-Shows. Ich habe auch schon sogenannte Practice-Sessions gemacht, also wo ich 10 Leute gleichzeitig genommen habe. Bin mir von Digital Piano gesagt, hey, jetzt komm mal du, spiel mal, ah, musst du so üben, okay, geh zum nächsten. So. Also da gibt es doch viele Möglichkeiten. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich aktiv. Wenn es darum geht, Artificial, kann man es Artificial? Artificial. Artificial. Intelligence. Da gibt es natürlich ganz krasse Möglichkeiten. Und ich bin da im Kontakt, auch irgendetwas zu bauen. Cool. Wo komplett wird disruptiv sein, aber das ist noch... Kann ich noch nicht mehr darüber sagen. Wie sieht es aus mit noch anderen Sprachregionen? Also das würde sich jetzt super eignen, dass du Kontakt aufnimmst mit einem Typ, ich weiß auch nicht, in Frankreich für den französischen Sprachraum und so weiter und so fort. Genau. Dass unter dem Brand weiterläuft. Ja, das kann gut sein. Momentan ist es noch nicht so. Es funktioniert gut im deutschsprachigen Markt. Ich habe letztes Jahr einen TED-Talk gemacht über meine Methode. Der war in Englisch. Das war im Juni 2019. Das war in Österreich, gell? Ja, in Österreich, genau. Spannende Sache gewesen. Mittlerweile hat er etwa 140'000 Klicks drauf, den TED-Talk. Ich habe auch schon Anfragen bekommen von irgendwo, also vom Charinga Wangadang. Also, das ist natürlich dann global. Und gleich, ich bin mir dessen bewusst, wenn man etwas in einer anderen Sprache macht, vielfach meint man, ja, man kann einfach eine andere Sprache machen, dann funktioniert das auch so. Aber also gemäß meiner Einschätzung ist es nicht so. Also man fängt wirklich bei Null an dann dort. Also wirklich bei absolut Null. Man kennt den Markt nicht, man kennt die Kultur nicht. Ich denke, dann müsstest du mit jemandem zusammenarbeiten vor Ort, oder, wo das könnte. Klar, genau, klar. Also bin ich doch auch schon in Kontakt schon mit dort. Das ist schon so, genau. Aber das Nächste würde vermutlich sein, wenn ich es in anderen Sprachen mache, wird Englisch sein. Genau. Halt einfach, weil es dann überall könnte funktionieren. Genau, und, und gleich bin ich mir bewusst, es gibt natürlich ganz andere Mitbewerber im englischen Markt, wo, und ich finde, wo sehr viele Substanzen liefern, die gut sind. Ja. Was, wie bist du aktiv im Internet selber zum Werbung machen für Zapiano? Ah ja, natürlich, das mache ich doch auch. Also, ich habe doch auch meine Leute angestellt, also einen Facebook-Manager, einen YouTube-Manager habe ich da. SEO-mäßig bin ich sehr stark unterwegs, das läuft sehr gut. Ja. Wieso habe ich noch nie etwas von Zapiano gehört vorher, bevor mir Carrie geschrieben hat? Weil du mir doch nicht nach Klavier gesucht hast, ganz einfach. Nein. Nicht? Nein, habe ich wirklich nicht, ja. Also, ja, ich nicht. ich glaube, also wenn ich so... Ich bin doch sehr musikinteressiert. Ja, aber nicht im Lernbereich, nicht Klavier lernen. Nein, Klavier lernen so in dem Ding also nicht. Aber ich habe zum Beispiel kürzlich, ich versuche auch für Clips und so teilweise Musik selber zu machen, wenn das Projekt das erlaubt. Und ich habe so ein kleines MIDI-Keyboard und so ein bisschen Sounds und so. Also ich bin schon... Also im Producing-Bereich eher tätig? Ja, also das klingt jetzt super gut, Producing-Bereich. Aber ja, ich versuche... Was nimmst du für eine Software? Von Native Instruments. Irgendwie. Klar, wie die Plugins heißen. Und dann habe ich mit Pro Tools. Pro Tools, ja gut, krass. Und dann versuche ich so mit der Gitarre und so weiter und so fort. Ja. Also ich bin leicht interessiert in die Richtung, Musik allgemein. Ist ja. Und darum wäre ich jetzt so ein bisschen irgendwo in einem Dunstkreis von irgendwie Klavier vielleicht schon mal auftreten. Genau. Aber ich habe nie etwas gehört von dir. Ist eine gute Frage. Mein Keyword in dem Sinne ist natürlich Klavierunterricht, Klavier spielen, Klavier lernen. Das sind die Leute, die wirklich sagen, ich tue jetzt nicht produce, weil das ist auch völlig ein anderes Kundensegment, habe ich auch gemerkt. Ich habe aber auch schon Leute, die sagen, hey, ich will produce,
Und ich will mal irgendwie etwas nicht nur mit der Maus auf meinem MIDI-Balken hin und her schieben, sondern ich will etwas einspielen können. Und die kommen dann auch zu mir, aber ich bin bewusst, das sind nicht sehr viele, die so zu mir kommen. Weil ich natürlich auch von einer anderen Richtung komme, wirklich vom Klavierunterricht. Aber genau eben zum Produzieren würde man eigentlich so einen Crashkurs irgendwie ein bisschen Grundkenntnis, Klavier eigentlich sicher noch etwas bringen. Ja, jetzt habe ich halt am Anfang auch mit der Maus und der Tastatur und dann eben jetzt habe ich so ein, was ist das, 2 Akkorde, 3 Akkorde. 3 Oktaven, geschäftlich nach 3 Oktaven. Ich kann es dir noch zeigen, anyway. Auf jeden Fall, aber ich habe null, also ich bin eigentlich immer noch sehr einfach, ich drücke und du musst probieren, ja, genau. Ja, ist ein bisschen das Trial and Error. Aber ich wollte jetzt auch nicht super tief gehen, genau, oder? Genau. Aber ich müsste etwas Oberflächliches, irgendetwas Gutes haben. Also was ich diesen Leuten empfehle, wenn sie mich fragen, also ich habe immer noch eine Anfrage über, ich bin ein Producer und möchte einfach mal etwas richtig können spielen. Ich habe einen Kurs, der nennt sich Chords and Scales, da erkläre ich die Harmonielehre. Also wir sind Akkorde überhaupt aufbauen, wie funktioniert die, was sind das für Sounds, was sind Gefühle, für Stimmungen dahinter und welche Töne passen da dazu. Das sind so die grundlegenden elementären Sachen, ohne dass ich spieltechnisch jetzt ins Detail gehe, dass man virtuos spielt, das ist überhaupt nicht dein Thema jetzt, oder? Aber ich habe gemerkt, das ist für die Leute wichtig und interessant, dass sie merken, das sind Zusammenhänge. Also wenn dir ein Track los ist, dann hat der Track jetzt vermutlich nicht einen Tonartenwechsel. Kaum, ja. Alle 30 Sekunden. Nein. Sondern das sind immer irgendwelche Harmonien, die ja irgendwie zusammengehören, zusammenpassen, aus irgendwelchen Gründen, oder? Und das hat rein mit Harmonie lernen zu tun. Und wenn man mal so die Basics verstanden hat, dann merkt man plötzlich, jetzt kann ich das machen, das. Und ich beschränke mich aber nur auf die schwarze und die weiße Taste, dass ich gerne nicht ins Producing-Bereich, jetzt kannst du den Filter nehmen und das. Naja, und das, ist klar, so, das ist nicht mein Ding. Sondern. Obwohl ich selber persönlich finde das interessant. Für mich persönlich habe ich auch schon produced, das ist schon länger zurück, mit Propeller heißt Reason, finde ich mega cool, Ableton Live, finde ich, sind so meine Sachen. Die finde ich super cool, aber momentan keine Zeit, ist auch nicht mehr im Fokus gewesen. Ja, es gibt ja so viele Sachen, die cool sind, aber die Zeit ist selten, ist meistens ein Problem. Es gibt so viele. Ich habe noch sechs Gitarren daheim, ja genau. Ah, cool. Ah, voll schön. Ja, ich bin immer so ein bisschen interessiert halt mit Leuten, die auch offensichtlich sehr aktiv sind, um ein bisschen rauszuspüren, wo könnte es weitergehen. So. Du hast jetzt vorher eben Artificial Intelligence angesprochen. Genau. Wenn du müsstest eine Prognose wagen, jetzt ist eben das Online-Marketing, Online-Business ist recht gross. Was würdest du sagen, was ist so? Wodurch geht es in Zukunft? Ja, ich glaube, es wird sicher wieder mal einen Gegentrend geben, dass man weggeht von dem Online, das ist das eine. Dass gewisse Leute, die also auch in meinem Alter vielleicht auch mal so ein bisschen gesättigt sind. Es werden immer wieder neue Märkte entstehen, immer wieder neue Bedürfnisse, nach wie vor. Also ich meine, Pinterest und Instagram, die Sachen, das würde es nicht geben. Und da merke ich jetzt auch schon, ich bin selber auch schon an einem Punkt, Instagram, das ist jetzt überhaupt nicht mein Ding, das bin ich jetzt nicht. Ich bin so ein bisschen im Facebook. Ja, das wäre meine nächste Frage. Was ist dein Zielpublikum vom Alter her? Es sind vielfach ältere Leute, ich sage jetzt mal so 50 plus. Also es fängt bei 30 an. Das sind auch Leute, die schon ein bisschen Lebenserfahrung haben, die schon etwas ausprobiert haben, die auch eine klare Vorstellung haben, was will ich. Also ich bin nicht der richtige Ansprechpartner, ja, ich will das ausprobieren und das, sondern eher die, auch rein vom Gedanken her, ich habe mir das digitale Piano gemietet oder gekauft, also es ist eine Investition und sich sicher so ein bisschen etwas Seriöses. Es ist nicht einfach, ja, ich mache es mal eine Woche und dann vielleicht wieder nicht. Und ein digitales Piano, natürlich gibt es solche auch schon unter 1000, empfehle ich nicht unbedingt. Aber wenn man schon eine Investition tätigt, ist es auch schon ein bisschen wie so, das Kundensegment ist ein bisschen so ein bisschen gesetzt, oder? Nach oben sehr offen. Ja, Leute, die haben Flügel, weiss nicht, was für Teure. Ja. Aber wo ist die Prognose? Das ist spannend natürlich. Nebst dem Gegentrend würde es sicher auch die neuen Märkte geben, dass man wirklich komplette Automatisierungsgeschichten hat. Also Sachen bin ich natürlich einen Plan und am Andenken. Also ganz ähnlich, dass du eigentlich eine App hast, ich weiß noch nicht ganz, wie das sein würde jetzt, das wissen wir alle noch nicht genau, dass du irgendeine so eine starke Interaktion hast mit etwas, einem Roboter, weißt du gar nicht, was denn sein wird, oder? Wo dir ganz klar kann sagen kann, was du jetzt anders machen musst. Und so Sachen bin ich am Andenken natürlich und am Planen. So Sachen. Also eigentlich wie wenn du ins Auto einsteigst und sagst, ich will jetzt von Luzern nach Zürich fahren. Dich interessiert nicht, wie viel Kerzen das Ding hast, wie viel PS du hast. Benzin, doch, das interessiert dich noch. Das will ich, ja. Aber dich interessiert eigentlich das, was darunter liegt, nicht. Das ist vermutlich auch das GPS, das ist ja mittlerweile auch der Standard. Du gehst die Straße, den Ort und dann geht es los.
und du musst nichts mehr überlegen, hey, geht das irgendwie, also, es funktioniert einfach. Und ich stelle mir das eigentlich so vor, also ich denke mal, die Zukunft wird da noch gehen und ich will ein Teil davon sein, auch als Pionier in dem Bereich, dass man wie so angeleitet wird, bei einem richtigen Klavierlehrer. Weil die Interaktion, die es im Moment gibt mit diesen Apps, die sind auf dem tiefsten Niveau. Das ist einfach, okay, da ist eine falsche Taste gedrückt, dann macht es eine falsche Taste und das ist das tiefste Niveau von einem Feedback eigentlich. Mhm. Aber wenn ein Schüler weiss, warum dass er eine falsche Taste gedrückt hat, warum das noch nicht so gut tönt, das ist eine ganz, ganz andere tiefe Feedback. Also das, was ich jetzt mache mit Videofeedbacks, das können irgendwie in einen Algorithmus hineinzutun und natürlich riesengroß ist. Das wäre natürlich das. Zah, Guitars ist kein Thema. Habe ich auch geplant, Gitarre lernen. Das Logo habe ich schon gehabt, dort mal. Ich habe mich dann einfach fokussiert auf einen Markt, auf Klavier. Der ist auch, substanzieller, ist attraktiver, weil Gitarrist, aber einfach der Persönlichkeitsmerkmal, das sind andere Typen. Das sind meistens auch ein bisschen jüngere Leute, die jetzt sagen, hey, ich hätte dich ausprobiert, da kannst du rum, wow, ist cool, wow, yeah und so. Und ich habe ja früher so lange unterrichtet. Und die Gitarristen, die kommen dann alle, wenn sie nicht mehr weiterkommen. Und dann haben sie die ganze Technik für sich. Und dann muss man alles umlernen. Und ich dachte, hey, das ist überhaupt nicht mein. Das ist gar nicht und Pianisten sind per se auch andere Typen. Also etwa 80% der Pianisten, also gemäss meiner Einschätzung, sind so, die kommen an und sagen, zeig mir, wie es geht, ich will es von Anfang an richtig machen. Also es sind nicht die, die ewig ausprobieren und dann, wenn nicht mehr weiterkommen, sagen, ja, was muss ich jetzt anders machen? Das habe ich eigentlich sehr selten erlebt. Ich habe noch eine Frage, wir kommen schon langsam gegen das Ende zu. Ehrlich, ja, das ist doch gerade so spannend. Ja, musst du noch alles erzählen. Ja, ist gut. Das ist, hat jetzt überhaupt nicht mit dem Thema zu tun, aber es interessiert mich einfach, weil das ist heute schon, ich habe heute ein paar Podcasts aufgenommen und das ist immer wieder das Thema da. Du hast am Anfang gesagt, Zahlen, sagst, also über Zahlen hast du eigentlich nicht so viel, aber zwei Zahlen sagst, das eine ist die 15 Leute, die bei dir, mit dir arbeiten und das andere ist die Kundenzahl, also in diesem fünfstelligen Bereich. Wieso redet man so nicht gerne über Zahlen? Gute Frage. Ich will es einfach privat behalten. Ich sage immer, das weiss der liebe Gott, der Steuerberater und meine Frau. Immerhin. Ich will es mir behalten. Nein, aber wieso? Also das ist für mich, also ich respektiere das, alles, das ist kein System, ich konnte jetzt keine Zahlen entlocken. Ich kann schon keine. Ja, mich nimmt es nur mehr Wunder, warum das die Leute nicht über Zahlen reden. Weil, ist mir doch auch ein persönlicher Prozess. Ja. Weißt, ich habe Zeiten erlebt, also ich bin mal arbeitslos gewesen, ich hatte es nicht cool gehabt, ich bin nie hergekommen, jetzt bin ich hier noch hergekommen und ich will mich aber nicht zu fest identifizieren mit dem auch über das, also über Zahlen. Ich will auch nicht über das, wie so eine Etikette bekommen, ah, der hat jetzt das und das erreicht, sondern einfach, hey, mir ist wichtig, ich mache das, was ich mache, das mache ich sehr gern, bis zum heutigen Tag. Ich will Mehrwert liefern mit meinen Kurs und ich will, dass die Leute einfach Freude am Piano und ich finde, Das muss für mich im Vordergrund stehen. Wenn ich, weißt ich komme Feedbacks über von, ich habe vor einem Monat etwas bekommen, da hat einer geschrieben, hey, weißt ich bin unschwer krank und ich habe auch schon abgeschlossen mit meinem Leben. Aber ich dachte, ja, vielleicht kann ich ja noch ein bisschen Klavier spielen. Und dann hat er mir geschrieben, hey, dann habe ich dich gesehen, wie du das machst und auch, wie du das machst, das ist ein bisschen humorvoll, aber trotzdem klar, hey, das hat mir so viel Kraft gegeben und so viel, ich habe richtig nochmal Energie bekommen in meinem Leben. Weißt du, das sind so ganz andere Feedbacks auf einer ganz anderen Ebene, wo mir viel wichtiger sind als Zahlen. Natürlich bin ich froh, wenn Zahlen normal funktionieren, das ist klar, aber ich will nicht über das irgendwie etikettiert werden. Ja, das respektiere ich natürlich auch. Und ich meine, schlecht laufen wird es nicht, sonst wärst du jetzt nicht da und hättest nicht den TED-Talk mit 140'000 Klicks und so weiter. Und denkst in Zukunft und so. Ich finde das mega, mega cool und es ist sehr spannend mit dir über das zu reden. Und was denkst du 20 Jahre voraus oder vorwärts, wo stehst du? Ich? Also 20 Jahre habe ich jetzt noch nicht vorausgeplant. Das ist eh schwierig zum Plan machen natürlich. Ich will noch mehr Leute erreichen mit meiner Methode. Mehr Leute zufrieden machen. Wie das sein wird, technisch, weiß ich jetzt auch noch nicht. Ist halt das können wir in 20 Jahren ja, wir kommen zwischen 20 Jahren noch einmal zurück. Gut, ja. Also. Gibt es in deinen Augen etwas, was wir jetzt völlig beiseite gelassen haben, aber du eigentlich denkst, hey, das müssen die Leute unbedingt noch wissen?
Nein, ist alles gut. Ist alles gut. Danke, ist gut. Dann sag doch mal schnell, wo findet man was über dich, wenn ich jetzt gefunden habe, das klingt alles spannend. Ja, also man kann einfach auf zapiano.com gehen. Man kann dort Kurs anschauen. Jeden Kurs kann man gratis ausprobieren. Man kann kostenlose Probelektionen herunterladen. Wenn es einem gefällt, dann kann man sich natürlich registrieren. Und wenn man aus Ihren Fragen hat, allgemein über das Klavier spielt, kann man mich auch auf Facebook finden, zapiano.com. Cool. Geht überall vorbei, wenn ihr Klavier spielt oder wenn ihr es noch lernen wollt. Danke vielmals fürs Vorbeikommen. Sehr spannend gewesen. Merci fürs Gespräch. Danke allen fürs Zulassen und Zuschauen. Wir hören oder sehen uns bei der nächsten Ausgabe. Bis dann, eine gute Zeit und schönen Abend. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Gango lassen. Cut. Cut. So, jetzt bin ich ganz entspannt. Bei Schule? Nein, ich finde, das vergisst alles, oder? Ah ja, klar. Du bist,